Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA. Wir sehen am 25. November Wheel of MMA 68 aus der Barclays Arena in Hamburg. Und im Titelkampf sehen wir Abeku Afful. Und heute mit dabei ist Abeku. Abeku, wie geht's dir? Grüß dich. Mir geht's gut. Grüßt euch. Schön, dass ihr mich eingeladen habt für das Interview. Ja, am 25. ist es soweit. Ich freue mich auch wirklich mit dir. Wir sind auch gerade, wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen verschwitzt. Ich komme gerade vom Airbike runter. Wir trainieren jeden Tag 2-3 Mal, so gut wir können. In dem Alter ist es natürlich nicht mehr so einfach, so hart zu trainieren mit Vorverletzungen. Aber wir geben das Beste, was wir können. Und am 25. werden wir das schon ordentlich wuppen. Ich freue mich auch wirklich, jetzt mit dir zu quatschen. Denn Abeku Afful, das ist ein Name, wenn man im deutschen Kampfsport mal so unterwegs war, dann kennt man diesen Namen. Und umso mehr freut es mich, dass du deine 2 letzten Fights bei Wheel of gewinnen konntest und jetzt nochmal mit 42 Jahren quasi an der Spitze stehst und diesen Titel zum Greifen nah hast. Wie geht's dir damit? Hast du erwartet, dass es sich so entwickelt, als du bei uns gekämpft hast gegen Veselin und dann gegen Carsten Liebig, dass diese Entwicklung so eintritt? War das so dein Ziel, dein Plan? Nein, das war nie mein Plan, um Titel bei Wheel of zu kämpfen. Es war mein Plan, einfach wieder in den Sport zu finden, den Leuten zu zeigen, dass wenn man schwere Verletzungen hat, trotzdem dranbleiben muss und seine Liebe oder sein Hobby trotzdem weiterhin nachgehen soll. Das war eigentlich nur so ein Branding, so ein Zeichen, dass ich den Leuten zeigen wollte, so egal wie schlecht es euch geht, man muss einfach weitermachen und am Ende wird man für seine Taten belohnt. Das war eigentlich so die Intention, wie ich in den Kampf gegen Veselin Dimitrov reingegangen bin und gegen Carsten Liebig. Und es war eigentlich eine witzige Geschichte. Ich wollte eigentlich jetzt auch gar nicht nochmal kämpfen. Es kam eigentlich nur, dass ich diesen Kampf gesehen habe zwischen Daniel Makin, von dem ich eigentlich auch persönlich ein Fan bin, muss ich sagen. Also ich habe so meine Leute, die finde ich einfach geiler als andere, ist einfach so. Und Daniel ist einer von denen. Und deswegen finde ich auch, wie er sich jetzt entwickelt hat sportlich, finde ich das super, super. Finde ich super sportlich für ihn. So, jetzt kommen die ganzen Leute hier rein, ich muss aber schon mal Hallo sagen. Finde ich das super sportlich von ihm und jetzt mit seinen, glaube ich, 3 Siegen in Folge und noch einen Sieg gegen einen Jungen, der Simeon Capuya, der mir ziemlich nahe steht, so, wo ich so sage, so, das ist so quasi Fraktion meine Söhne, meine Kinder. Den hat er gefinisht in der ersten Runde und dann habe ich gesagt, so, okay. Also wenn ich es nochmal machen könnte und nochmal machen darf, dann gern gegen Daniel Makin. Und dann meinte Will Lauf, okay, dann lass uns gleich einen Titelkampf so machen, weil der hat sich das auch verdient. Mit 3-0 und 3 Finishes und ich mit 2-0 und 2 Finishes. Ja, und jetzt machen wir es. Jetzt tanzen wir den alten Männertanz am 25.11. Ich finde die Story aber auch so toll, denn das ist wirklich eine Geschichte bei euch beiden against all odds. Und auch Daniel Makin hat es geschafft, wieder zurückzukommen, sich zurückzukämpfen, in die Herzen der Leute zu kämpfen. Und du auch. Nicht nur jetzt, sondern allgemein auch vor einigen Jahren. Du hast wirklich eine atemberaubende Geschichte, Abeku. Und angefangen hat sie 2006. Also dein Profidebüt habe ich bei Tapology gesehen, war 2006. Und du bist ja schon wirklich sehr lange dabei. Und ja, mich Urgestein jetzt. Ja, wirklich, wirklich. Und mich würde das interessieren, wie entwickelt sich der Sport so in deinen Augen? Du bekommst das ja selber mit, du betreibst dein eigenes Gym und du wirst sehr viel Entwicklung mitbekommen haben in den letzten Jahren. Was ist so deine persönliche Meinung? Also der Sport ist super schnell gewachsen, super, super schnell gewachsen. Also ich habe hier Jungs, die mittlerweile zwischen 17 und 20 sind und die hauen mich einfach weg. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Sollte man eigentlich auch nicht laut sagen jetzt so vor so einem Kampf, aber es ist einfach so. Die würden aber auch mit Daniel Makin Kopfprozess machen. Wir wollen uns auch gar nicht mit solchen Leuten mehr messen. Das sind auch, ich sag mal so, ausgebildete Killer. Also damals, als ich den Sport mal angefangen habe, da haben wir Dienstag und Donnerstag trainiert und dann sind wir irgendwann mal Samstag zum Kampf gefahren. Und dann haben wir, wie gesagt, 2-mal trainiert. Es gab keine Amateurkämpfe. Es gab nur Profikämpfe, damals noch OC Cup. Da musste man sogar noch 30 Euro hinlegen, um sich prügeln zu dürfen. Also der Sport hat sich enorm entwickelt. Alleine, dass wir die Amateure haben, die viel kämpfen können mit anderen Grundvoraussetzungen, Schonern, Safeties, kleinere Rundenzahlen, also kürzere Rundenzahlanzahlen, jetzt nicht mehr ganz so hart mit Ellbogen und alles am Boden, keine Knie zum Kopf, ist es natürlich, dass die Jungs viel mehr Cage-Time haben können dadurch. Und wenn sie dann den Profisprung machen, halt ganz woanders stehen als wir damals. Also der Sport hat sich enorm, enorm entwickelt.
Und ich kann es nur sagen, aber ich bin auch stolz drauf, dass meine Jungs mich zum Teil überholt haben, weil so muss es ja auch sein. Wie schon schön gesagt, man muss, am Anfang ist man der Krieger, man kämpft für sich und für die anderen. Und irgendwann ist man nur noch so ein bisschen Vater von den Jungs und sagt so, ja, du hast zwar recht, aber ich würde es so machen. Also ich habe hier Jungs, die kommen dann nach Schulterverletzungen, dann rate ich denen ein paar Sachen und entweder sie hören drauf oder hören nicht drauf. Aber ja, mit dem Erfahrung nehmen sie auch immer mehr an, was man ihnen halt sagt. Und irgendwann ist man dann hier der König sozusagen und sie hören auf einen, man ist Papi von allen. Und wie gesagt, von denen wird man auch viel hören in letzter Zeit. Ich hatte ja schon ein, zwei Jungs, die ziemlich stark waren. Es ist halt immer so, dass im deutschen MMA es ist halt schwierig, weil die Jungs studieren, haben ihre, ja, was sie so machen. Ne? Die einen haben ihre erste Freundin, die anderen machen eine Ausbildung, die anderen studieren, die anderen arbeiten viel. Und so verliert man leider den einen oder den anderen. Aber ich sag mal so, die Grundfrage der Sport, die Entwicklung des Sports ist in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich angehoben. Also ich weiß auch nicht, wo wir in den nächsten 10 Jahren sind mit dem Sport. Aber das Einzige, was mich halt ein bisschen stört, ist die Mentalität der Kämpfer oft. Also der Sport, die Jungs sind alle besser geworden. Mental ist das Ganze aber so ein bisschen schauspielermäßig geworden. Wie gesagt, es gibt mehr Richtung TikTok, Instagram, YouTube. Also, und da bin ich jetzt zum Beispiel raus. Da bin ich halt noch so ein altes Flaggschiff wie ein Nordin Asbi oder wie ein, was gab es da noch für den ganzen. Also, ich bin jetzt auch nicht so der große Social Media Typ, weil ich habe mich dafür entschieden, Kämpfer zu sein und kein Social Media Typ. Und ich finde es auch immer so ein bisschen traurig, dass diese ganzen TikTok-Wettbewerbe dann so groß dargestellt werden. Da bin ich auch wirklich stolz auf Mühlhoff MMA, dass sie diesen ganzen Mist nicht mitgemacht haben. Also ich habe noch, also du kannst mich jetzt auch korrigieren, aber ich habe noch nie so einen Scheiß bei Mühlhoff MMA gesehen, dass da irgendwelche TikToker gegeneinander gekämpft haben. Weil das ist am Ende nicht das, für das wir arbeiten. Das macht den Sport so ein bisschen kaputt, finde ich. Auch wenn viele sagen, ja, so gucken Leute MMA, die Leute gucken so oder so MMA, ja, und so zwei TikToker, die nach 2 Minuten keine Energie mehr haben und den Mundschutz ausspucken und hier und da und es bockt einfach nicht, das will keiner sehen und es macht das eigentliche Ziel, was die Jungs vor sich haben und was sie sich wünschen, macht es kaputt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen abgedriftet, tut mir leid, aber nein, alles gut, das, ja. ich mag es, wenn man quasi nicht immer Frage, Antwort, sondern wenn man so ein paar Antworten bekommt, mit denen man quasi, auf die man auch eingehen kann. Ich habe da auch so meine ganz persönliche Meinung. Ich denke, es hat schon seinen Grund, warum es mittlerweile 68 Events von We Love gibt. Also jetzt in Hamburg, der 25. wird das 68. Event und ich bin auch ein großer Fan von der Professionalität einfach. Aber weißt du, was ich mich zum Beispiel frage? Ich bin ja jünger als du und nicht mehr, denke ich. Ich denke mir da, wenn du jetzt zum Beispiel 16 wärst, also wenn du jetzt 2023 16 wärst, du fängst an, du willst was erreichen, du hast große Ambitionen und Ziele, denkst du nicht, du würdest wahrscheinlich auch dann, weil es eben der Zeitgeist ist, mit TikTok anfangen, mit YouTube, mit Social Media. Verstehst du, was ich meine? Ich denke nicht, nein. Ich würde das, also wie gesagt, das ist so ein Lifestyle, den man haben muss und hintersteht. Und ich tue mich schwer damit. Ich muss es immer wieder mal machen, deswegen kommt immer mal wieder ein Post auf Instagram. Aber eigentlich tue ich mich schwer damit, so Bilder zu machen, da reinzustellen, auch noch einen Text zu schreiben. Ist einfach unnötig. Die Leute wissen, dass ich jeden Tag hier bin. Die Leute wissen, für was ich stehe. Wir haben den Schuppen hier groß gemacht mit 30 Mitgliedern. Jetzt sind wir fast 600. Wie gesagt, und das haben wir nicht mit TikTok geschafft, sondern mit harter Arbeit. Wir schwitzen, bluten und weinen und lachen mit den Jungs jeden Tag. Also ich zumindest. Die anderen Trainer also geben jetzt auch immer mehr Vollgas. Ich bin jetzt in letzter Zeit wirklich zufrieden mit den Trainergespann, was wir haben. Sprich, wir haben einen super, super Ringertrainer. Wir haben einen super BJJ-Coach. Wir haben mich als MMA und Headcoach. Wir haben einen super Urgestein mit Owen Reese als Boxtrainer. Also es läuft hier bei uns. Das Gym ist rund. Wir haben genug Trainer für die verschiedenen Sportarten. Und wie gesagt, deine Frage nochmal, wenn ich jetzt nochmal 16 wäre, wüsste ich gar nicht, ob ich nochmal MMA machen würde, weil ich habe es damals aus einem anderen, ganz anderen Grund gemacht. Ich war so eher so der WWF-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also mein Lieblingskämpfer war der Ultimate Warrior.
Ja, und ich fand es einfach, auch wenn ich relativ schnell wusste, dass es Show ist, fand ich es trotzdem so ein bisschen beeindruckend, dieses Ganze, wie der eine Mann den anderen Mann hochnimmt, Power Slam hier und da, Suplex, das war schon spannend. Ja, und dann habe ich irgendwann mal Mark Kerr gesehen, wie er sich da geprügelt hat mit Igor Vatchenchian oder irgendwelche anderen Gary Goodrich und so. Und da habe ich mir den Sport angeguckt und mein Vater beschlossen, dass es kein Sport ist. Wir haben es zwar irgendwie geguckt, da haben wir noch VHS-Kassetten, wir haben es uns irgendwie durchgeguckt und irgendwie waren wir auch beide fasziniert, aber wir waren uns beide einig, das ist kein Sport. Aber irgendwie bin ich an diesem Gedanken hängen geblieben und habe versucht, irgendwie in diese Charge mit reinzukommen, weil ich war auch mal davor beim Boxen oder beim Thai-Boxen. Es war absolut nichts für mich, weil ich wollte dieses Ultimative haben. Ich wollte wirklich dieses Spartanische haben, dieses zwei Männer gehen rein, die Donnerkuppel nach dem Motto, weißt du, zwei Männer gehen rein, ein Mann geht wieder raus. Und das gab es nur beim MMA. Und ich fand auch dieses Männliche so ein bisschen heftig. So, wir kämpfen jetzt einfach, wir machen uns gerade. Am Ende schütteln uns die Hände und du hast gewonnen, ich gehe meinen Weg, der geht seinen Weg und das war's. Ne? Damals war es ja auch nicht so Ranking-lastig wie jetzt. Also damals war es nicht so, dass damals hatte Wanderlei Silva gegen Quentin Rampage gekämpft und dem war scheißegal, ob die gewonnen haben oder verloren haben. Und jetzt ist es, da verlierst du viermal und dann bist du raus aus der UFC oder raus aus der Veranstaltung oder das Ja. finde ich ein bisschen schade, weil ich finde auch, der Verlierer ist jetzt, man sollte das nicht so sehen, dass ein Verlierer wirklich ein Verlierer ist, weil selbst wenn du verlierst, hast du gewonnen, du bist da reingegangen. Heutzutage wird dann lieber abgesagt und hier und da wegen jedem Mimosenkram, wegen mein Finger ist dick und ich habe einen dicken Zeh und ich habe ein bisschen Durchfall und mir geht es nicht so gut. Und das ist auch noch ein bisschen das, für das, was ich stehe. Ne? Also ich sage, man muss, der andere bereitet sich vor, der hat zum Teil 3 bis 4 Monate Vorbereitung. Also ich brauche leider ein bisschen mehr Vorbereitung als die anderen, weil ich halt ein bisschen schwer eingeschränkt bin. Aber wie gesagt, wenn ich mir durch diese Hölle durchgehe und der dann 3 Wochen später mir den Kampf absagt, ist das natürlich für mich sehr, sehr hart, weil ich mich sehr, sehr doll und schmerzhaft darauf vorbereite, gerade mit meinen Vorverletzungen, wie ich schon sagte. Aber generell sehe ich das auch so, wenn ich so kleine Verletzungen habe, kämpfe ich damit. Wenn ich mich jetzt wieder schwer verletzen sollte, dann geht es leider nicht. Jetzt gerade in unserem Alter, mit einem jüngeren Alter hat man auch mal mit einer gebrochenen Schulter gekämpft. Hat man aber auch bereut dann im Kampf, ist auch schlauer draus geworden. Ich würde meine Jungs so nicht mehr reinschicken. Aber wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen. Und ich bin halt wirklich noch so ein Steinzeit-Typ. Ich habe immer gesagt, so, wenn man ein Datum hat, dann steht man zu diesem Datum und steht bei diesem Datum. Und egal, was dann passiert ist, wenn die Vorbereitung scheiße gelaufen ist, dann verliert man an diesem Datum. Und ja, deswegen sage ich immer den Jungs, die Zeit kann man nicht zurückholen. Man kann nicht aufholen, was man heute nicht gemacht hat, kann man morgen nicht doppelt machen. Man muss einfach die Vorbereitung durchziehen, grinden, so hart es auch immer klingt. Man muss jeden Tag auf der Matte stehen. Und in den letzten 1,5, 2 Wochen kannst du eh nichts mehr retten. Da ist alles vorbei. Also, was ich jetzt bis jetzt nicht geschafft habe, schaffe ich eh nicht mehr. Und ja, so ist es halt. Hey, Abeko, ich muss sagen, du bist einer der authentischsten, so Oldschool MMA-Pioniere in Deutschland, die ich kennengelernt habe. Danke. Also, ehrlich, also man merkt ja an, du laberst nicht, sondern du lebst, was du sagst. Und wenn man deine Geschichte verfolgt, dann weiß man, dass das zu 100% auch stimmt. Abeko, zum Abschluss wollte ich noch fragen, du Ja. hast gesagt, ihr habt 600 Mitglieder. Du Ja. bist jeden Tag dort. Du hast mir nicht, du musst uns ja auch sagen, wo? Also, wir sind hier im Hammerburg Gym, im Herzen von Hamburgs, also ganz zentral. Hammerburg, S-Bahn-Station. Das ist wirklich zentral. Nee, zentraler geht es nicht. Es gibt, glaube ich, ein Gym, was zentraler ist. Lass mich lügen, ich weiß es jetzt nicht. Also, wir sind Luftlinie 200 Meter vom Hauptbahnhof. Im Hammerbrook Gym, wir haben hier riesen, wir haben, ein Quadrat haben wir, liegen fast 1200, 2000, 1800 oder 2000 Quadrat. Wir haben 1, 2, 3 große Dojos und unten noch eine riesen Pumperfläche, die wir jetzt aufbauen. Ja, und hier bin ich halt eingezogen mit meiner Ivory-Truppe sozusagen. Das habe ich ja damals ins Leben gerufen, Ivory MMA. Und bis heute wollte ich diesen Namen nie ablegen. Also, ich hab das Beste aus meinen gegebenen Waffen gemacht, was ich so hatte damals. Und natürlich versuche ich jetzt immer noch an mir zu arbeiten. Und ich möchte auch, dass die Jungs noch bessere Kämpfer werden. Deswegen versuchen wir hier auf großem Niveau Kämpfer zu züchten und Kämpfer zu machen.
Und ich denke, die Arbeit wird Früchte tragen, so in den nächsten 1,5, 2 Jahren, wenn wir wieder 1, 2 Jungs haben, die auch wieder in den Rankings ganz oben mitkämpfen können. Wir hatten ja schon den einen oder anderen. Jetzt haben wir ja zwar noch so ein paar Jungs, die aus Afghanistan gekommen sind, so ein paar Söldnerjungs. Der war Nejat, der ist jetzt bei uns, der ist auch ein super starker Typ, der hat unser Team auch mit weiter nach vorne gebracht. Enrico Moczarowski, der auch seine ersten Kämpfe bei We Love damals gemacht hat, der hatte jetzt lange Zeit auch eine Auszeit, weil er studiert hat und auch noch nicht so wusste, wie der Werde geht, jetzt weiter ist. Aber der hat mir jetzt auch gesagt, der möchte jetzt auch wieder angreifen. 2024 geht es bei denen auch weiter. Also ich denke, 2024, 2025 wird man von Hammerbrook Gym oder IBM MMA noch viel hören. Und dies hoffentlich nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Hi, mein Lieber. Ja, das ist so das, was ich euch noch sagen kann. Und zu dem Kampf jetzt an sich noch, 25.11., wünsche ich natürlich den Daniel Macken, obwohl er natürlich mein Gegner ist, nur das Beste. Ich gehe zwar davon aus, dass ich den Kampf gewinnen werde, wie ich das immer, es wäre auch falsch, wenn ich sagen würde, ich verliere in der ersten Runde, nein. Ich gehe mal davon aus, dass ich gewinne, weil ja, man kann nicht mehr opfern, als wie ich dafür jetzt geopfert habe. Und ja, wir werden es sehen, was da passiert am 25.11. Ich bin heiß, ich bin ready und ich gehe davon aus, dass es ein Erstrundenfinisher wird. Geil, Abeko, ich danke dir für deine Zeit und ohne Mist, ich bin jetzt nicht nur auf deinen Kampf gehypt, sondern auch auf die Kämpfe von deinen Jungs, weißt du das? Deshalb freue ich mich drauf, weil was wir von euch und auch von dir noch sehen werden, dein Fight sehen wir Ende November bei Wheel of MMA 68. 25.11. Kommt alle vorbei in der Barclaycard Arena in Hamburg. Geht's in deine ab. Heimat, ne? In meiner Stadt, ja. Geil. Also, Abeko, ich danke dir für deine Zeit. Und ich danke euch, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Schlusswort, genau, das gehört dir. Das Schlusswort, kommt alle vorbei, 25.11. Barclaycard Arena, We Love 68? Jo. 68, unter anderem wird auch Selim Agaev da den Co-Main-Event machen, was natürlich auch ein super starker Junge ist. Und da werden in den nächsten Tagen auch noch auf der Fightcard noch andere Talente mit drauf sein. Kommt alle vorbei, supportet mich und mein Team, schreit für uns. Für mich wird es wahrscheinlich das letzte Mal für den Käfig sein. Ich habe es zwar schon zweimal gesagt, dass das letzte Mal ist, aber wie gesagt, ich habe es meiner Frau auch versprochen, dass es wirklich jetzt vorbei ist, weil die hat auch keinen Bock mehr. Weil das für mich ist die Vorbereitung von 9 bis, also ich gehe um 8 Uhr aus dem Haus, habe meinen ersten Kurs um 9 und ich komme um 22 Uhr nach Hause, habe zwischendurch irgendwann um 16 Uhr und um 19 Uhr nochmal einen Kurs. Und das dann über Monate ohne Kinder groß zu sehen und alles drum und dran. Und die Frau ist allein zu Hause und macht und wuppt alles. Ist natürlich nicht einfach für die. Deswegen, Schatzi, versprochen, das ist das letzte Mal. Und für die Jungs auch. Danach habe ich keine schlechte Laune mehr im Gym und mache meine Vorbereitung. Danach will ich wieder grinsen und mit euch arbeiten, statt gegen euch. Und für die anderen alle, kommt vorbei. Das wird die Schlacht des Jahres, denke ich mal so. We love in Hamburg. Das ist für mich immer ein Mega-Event in der Barclaycard Arena. Und diese Halle muss man einfach mal live erlebt haben. Und ja, ich hoffe, es kommen viele von euch. Und weil ich lebe natürlich auch von eurer Energie. Umso mehr Leute für mich schreien, umso mehr besser kann ich Support abliefern. Umso besser werde ich auch abliefern. Deswegen, Leute, kommt vorbei. Ich freue mich auf euch. 25.11. in Hamburg. Let's go. Ja, und Daniel, be ready.